Hallo, liebe Camping-Freunde. Wir sind hier auf dem Stand von Segway Ninebot auf der IAA 2021 in München. Und ja, jetzt habe ich mal was Besonderes hier. Ja, so einen kleinen Kick-Scooter für die letzte Meile. Denke ich mal, für den einen oder anderen bestimmt interessant. Ich hole mir mal den Marc dazu, unseren Experten. Ja. Hallo. Stell dich mal vor, Marc. Grüße Sie, Marc Collet. Ich bin bei Segway Ninebot zuständig für das unter anderem das Deutschlandgeschäft. Ja. Und wir führen hier unsere neue Linie ein. Das ist der F-Serie. Das sind die drei Modelle in der Mitte. Okay. Ja, da gibt es den F20. Damit hat man eine Reichweite von ungefähr 20 Kilometer. Gewicht um die 15 Kilogramm. 15 Kilo nur? Achso. 15 nur, ja. Ah ja, das ist doch eine super Ansage. Das ist dann halt der Vorteil, ja. Wenn der Reichweite nicht so groß ist. Das ist super für Camper. Muss der Batterie nicht so groß sein. Zum Brötchen holen ideal. Ja, genau, und trotzdem 20 Kilometer. So. Genau, und wer jetzt ein bisschen länger unterwegs sein möchte, so eine Stadtrundfahrt machen möchte. Ja, dann kommt eigentlich die F30 in Frage. Ja. Der hat einen bisschen stärkeren Leistungsmotor, so 250 Watt. Ja. Reichweite 30 Kilometer. Ah, das ist schon ordentlich, ja. Ja. Und ja, wenn man dann noch weiter fahren möchte, aha. Dann kann man zu den F40 switchen. Ja. Und der F40 hat eine Reichweite von 40 Kilometer. 40 Kilometer, ja. Das muss man auch erstmal fahren. So, ja. Ja. Was wiegt der denn? Der ist 19 Kilo. Das ist 19 Kilo? Ja, ah, ist 19 super. Kilo. Der F30 ist 18. Das ist ja jetzt auch nicht so ein großer Unterschied, ne? Nee. So, das geht. Und alle und? Ja ausgeführt, he, mit Scheibe, Bremse, ja. Beleuchtung. Dadurch sind sie auch ein bisschen leichter auch, ne? Ja, genau. Hm. Und, was ist jetzt das Besondere an den neuen F-Modellen? Eigentlich das Design. Das Design, das Design ist jetzt neu gestaltet. Hinten muss man die Versicherungsplakette anbringen. Ja, klar. Das ist jetzt integriert im Modell. Ach so. Sodass das auf Maß gemacht worden ist und auch dann besser aussieht. Ah, alles klar. Ja, und halt neue Verarbeitung, neue Teile wieder. Ja. Ja, so das sind eigentlich die neuen Modelle. Die kommen jetzt im Oktober, sind die alle verfügbar. Ja. Wie lange ist die Lieferzeit nachher? Das ist innerhalb von ein paar Tage. Innerhalb von ein paar Tagen, also sofort lieferbar. Ja. Das hört man gerne. Ja, genau. Ja, das hört man gerne. Ja. Und preislich, wo liegen wir denn da? Ja, preislich fangen so bei 3,49 an. Ja. Bei der F20. Ja. Und dann geht es hier bis 479 für die F40. Ah ja. Dann gibt es wirklich für Leute, die richtig viel Spaß haben möchten und lange fahren. Spaß ist immer gut. Mögen. Und gibt es hier noch die Max-Serie. Ja. Das ist das ist der Bulldozer unter den Rollern. Genau. Und das ist unser erfolgreiches Modell eigentlich in Deutschland. Ja. Eigentlich in ganz Europa. Der hat eine Reichweite von 65 Kilometer. 65 Kilometer. Wiegt 19 Kilo. Wow. Ja, dann braucht man auch kein Fahrrad mehr oder fast kein Auto mehr, oder? Das stimmt schon. Ich will mich ja bewegen. Für mich ist ja eher ein E-Bike so. Aber ich sag mal so, zum Brötchen holen oder mal schnell irgendwo einkaufen, dafür ist das eigentlich ideal, ne? Ja, also, wie gesagt, das weiß man meistens, aber man kann die auch alle zusammenfalten. Ja, das ist halt einfach zu sehr kompakt verstauen, nimmt nicht viel Platz weg, nicht so viel wie ein E-Bike. Ja. Also wer sagt, der hat keinen Platz für ein E-Bike und ein E-Bike wiegt ja auch ein bisschen mehr noch teilweise, je nachdem, was für ein E-Bike man nimmt. Ja. Wenn das hier mit 15 Kilo losgeht, da gegenüber ein E-Bike spannt man auch 10 Kilo dabei, ne? Ja. Also, gefällt mir. Ja, und nochmal kurz erwähnen, dass man nur alleine draufstehen darf. Ja. So nie zu zweit. Aber dann bis 100, 110 Kilogramm Gewicht. Bis 100. Kann jeder Kickscooter. Also ich tragen, darf jetzt nicht mal rauf. Ich glaube schon. Alles klar. Aber gut, dass wir das nochmal gesagt haben. Ja. Ja, dann sage ich Dankeschön. Das war sehr informativ. Super. Ja, eine Frage. Kann ich jetzt hier mit dem Roller einmal eine Runde drehen? Ja, freilich. Wäre eine schöne Teststrecke. Alles klar. Herzlich eingeladen. Dankeschön. Okay, gern geschehen.
Ja, liebe Campingfreunde, das Ding macht natürlich unheimlich Spaß. Auch wenn es jetzt für mich irgendwie im ersten Moment so ein bisschen wackelig erscheint. Aber wenn man jetzt so 2-3 Runden gefahren ist, dann fühlt man sich sicher drauf. Und ich brauche hier nur mit einer Hand bremsen, dann bremse ich vorne und hinten. Ja, cool. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann hinterlasst mir doch einen Daumen hoch. Möchtet ihr noch mehr Videos schauen, abonniert den Kanal und die Glocke nicht vergessen. Ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß hier auf der IAA in München. Und wer weiß, was wir hier noch alles so finden. Also, bis bald. Ciao.